Angemon ist das Vorzeige-Engels-Digimon aus dem Digimon Adventure-Anime. Und wenn es irgendein besonderes Engel-Digimon-Franchise gibt, haben diese oftmals eine Verbindung mit Angemon oder gehören sogar zur gleichen Spezies. Und aus diesem Grund werde ich, wie ich so häufig auf diesem Kanal tue, einmal alle Angemon-Formen ranken. Außerdem einmal direkt gesagt, ich habe hier ein, zwei Digimon drin, die nicht unbedingt zur Angemon-Spezies gehören, die aber dann verbunden werden können und die wollte ich einfach mal erwähnt haben. Anfang tun wir einmal mit dem Start des Videos und zwar mit Angemon selbst. Dieses Digimon hatte einfach einen extrem großen Auftritt im ersten Digimon-Anime. Als damals alle Kinder gegen Devimon gekämpft haben, wirkte es so, als hätten sie keine Chance zu gewinnen. Devimon war den Kindern einfach haushoch überlegen und hat gesehen, wie viel stärker der wirklich war. Umso beeindruckender wirkte es dann, als Patamon zu Angemon digitiert ist und Devimon einfach besiegt hat. Natürlich hat er das nur zusammen mit den Kräften der Kinder geschafft und musste dabei auch sein Leben lassen. Trotzdem war das ein Moment, den Fans niemals vergessen werden. Und man muss ja auch bedenken, dass Patamon eigentlich fast bis zum Ende nicht zu Magna Angemon digitiert ist. Angemon war die stärkste Form, die Patamon bis zum Kampf gegen Piedmon annehmen konnte. Und ehrlich gesagt, hat das oftmals einfach gereicht, weil Angemon so viel stärker war als die anderen Digimon. Ein Digimon, was man sich eigentlich gar nicht mehr aus dem Franchise wegdenken kann. Für mich ein solides B-Tier. Dann kommen wir einmal zum weiblichen Counterpart von Angemon, und zwar zu Angewurmon. Und ja, tatsächlich gehört Angewurmon zur Angemon-Familie. Dieses Digimon hatte eigentlich einen ähnlich beeindruckenden Auftritt wie Angemon. Nur war das damals halt nicht gegen Devimon, sondern gegen Miotismon. Trotzdem, genau wie bei Angemon, ist halt Angewurmon gegen einen der großen Hauptbösewichte aufgetaucht. Ich meine, wir wissen, dass Angewurmon aus bestimmten Gründen bei sehr vielen Leuten wirklich sehr beliebt ist. Ich kenne eure Browser-Historie, ihr müsst mich nicht anlügen. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein ziemlich cooles Digimon. So wie Angemon oftmals das Standard-Digimon ist, zu dem Patamon wird, weil es tatsächlich gar nicht mehr so häufig passiert, dass es zu Magna-Angemon oder Seraphimon wird, ist es genau das gleiche mit Gatomon und Angewurmon, weil Gatomon ist ja bereits ein Champion-Level und oftmals digitiert es halt im Franchise erstmal nur zu Angewurmon. Vor allem, weil die anderen Kinder im Vergleich zu Matt und Tai ja eigentlich erst in Digimon Try ihrer richtigen Megas bekommen haben. Außer als einmal, wo plötzlich Angemon und Angewurmon im Digimon Adventure O2-Film zu Magna Dramon und Seraphimon digitiert sind. Wie auch immer die das geschafft haben. Aber ja, Angewurmon auf jeden Fall auch ein solides B-Tier. Und tatsächlich hat im Gegensatz zu Angemon, Angewurmon eine X-Antibody-Variante bekommen. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz, warum Angewurmon einen bekommen hat und nicht Angemon, weil, naja, es ist halt eher Angemon, was so die ganze Spezies hier ausmacht. Aber hey, sagen wir es so, Angewurmon ist ja auch ein sehr großes Paradebeispiel für Engels-Digimon. Ich habe das Gefühl, dass man bei Angewurmon X versucht hat, so eine Verbindung zwischen dem klassischen Engels-Design, was wir halt von Angewurmon kennen, und dem biblischen Design von Engel zu verbinden. Ihr wisst schon, diese bibelakkuraten Engel, die so zigtausend Augen und Flügel haben und die teilweise richtig gruselig aussehen. Und diese ganze Flügel, das Übertriebene, hat ja auch Angewurmon X, nur halt mit dem normalen Körper von Angewurmon. Dieses Digimon kam genau wie fast alle anderen X-Digimon so gut wie gar nicht im Franchise vor und man hat auch nicht eine wirkliche Verbindung. Ich kenne es aus dem TCG und ich finde das Design jetzt auch nicht wirklich schlecht. Trotzdem muss ich einfach sagen, es hat mich nicht so stark beeindruckt wie das Originaldesign und deswegen kommt es für mich nur ins C-Tier. Ein Digimon, was nebenbei nicht in dieser Liste ist, aber was ich erwähnen möchte, ist einmal Pinomon. Dieses Digimon wird sehr häufig von Leuten halt für Angemon gehalten, weil die, naja, so gut wie gleich aussehen. Der einzige Unterschied ist, dass Pinomon nicht so viele Flügel hat wie Angemon. Aber tatsächlich gehört Pinomon nicht zur Angemon-Familie. Ich meine, selbst wenn es sieht aus wie Angemon, ich hätte sie nicht anders gerankt. Ich erwähne das aber, weil vor kurzem tatsächlich Pinomon ein eigenes Rookie-Level gekriegt hat. Und mit vor kurzem meine ich wirklich vor kurzem. Das war im September 2023. Das war letzten Monat. Und dieses Digimon heißt Luxmon. Das soll so eine Art Anfänger-Engels-Digimon sein und so ein Gegenstück zu Demi-Devimon und auch Impmon. Wo das halt so kleine Mini-Teufel sind, ist das halt so ein kleiner Mini-Engel. Und deswegen ärgern oftmals Impmon und auch Demi-Devimon halt Luxmon. Wie gesagt, dieses Digimon ist brandneu. Es gibt nicht wirklich irgendwelche Informationen dazu. Und du kannst halt keine Verbindung damit haben. Und an sich gehört es ja auch nicht zur Angemon-Reihe, weil es ja auch das Rookie-Level von Pinomon ist. Trotzdem, wie gesagt, irgendwie finde ich, dass Pinomon eine Verbindung mit Angemon hat, auch wenn das nicht wirklich zusammengehört und deswegen wollte ich es an mir reinnehmen. Für mich bleibt es auf jeden Fall abzuwarten, was sie mit dem Digimon noch machen, weswegen ich es nicht unbedingt schlecht finde, aber jetzt auch nicht irgendwie besonders oder ähnlich ist und deswegen packe ich es jetzt erstmal ins C-Tier. Aber, wer weiß, vielleicht kann es in Zukunft ja auch noch steigen. Und tatsächlich hat Pinomon auch gleichzeitig mit Luxmon sogar ein eigenes Ultra-Level bekommen. Und dieses Digimon ist Arkai Angemon. Also mit diesem Design sind sie wirklich komplett in die führende Rolle von Engel gegangen. Denn diese Art von Design ist für Engel gar nicht so unüblich. In meinem Lieblingsspiel Persona 5 gibt es natürlich auch einen Schatten, welcher eigentlich genauso aussieht. Also ja, deswegen mag ich das Digimon schon mal so ein bisschen mehr. Aber, wie ich sagte, dieses Digimon ist noch komplett neu. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das später finden werde. Bis jetzt
packe ich es aber erstmal ins B-Tier. Und dann kommen wir einmal zu einem Angemon, welches gerade in Spielen eher benutzt wird als im Anime. Auch wenn es vor kurzem erst einen Auftritt in Ghost Game hatte. Und das wäre einmal Klaviyo Angemon. Ich persönlich fände es immer noch richtig cool, wenn es irgendwann einen Crossover zwischen Digimon und Kingdom Hearts geben würde, weil, oh mein Gott, das wäre ja eindeutig Soras Digimon-Partner, oder? Das Ding trägt den Master-Schlüssel, mit dem es jedes Tor in der Digi-Welt öffnen kann. Passender geht's doch gar nicht. Ich muss aber trotzdem sagen, ich persönlich mochte Angemon und Angewoben ein bisschen mehr. Ich sehe aber, wie das ein mögliches zweites Mega-Level für Patamon sein könnte. Für mich kommt es aber trotzdem ins B-Tier. Und dann kommen wir einmal zu dem Angemon, von dem ich glaube, dass es tatsächlich das beliebteste Angemon ist. Und die Rede dabei ist natürlich von Magna-Angemon. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Digimon kam das allererste Mal im Kampf gegen Piedmon vor. Und kurz nachdem Piedmon besiegt wurde, ging es auch schon in den Kampf gegen Apokalibon. Also ja, wirklich viel hat mein Digimon Adventure damals nicht von diesem Digimon gesehen. Trotzdem konnte es zum Beispiel in Digimon Adventure 02 gegen Black Wargreymon bestehen. Es konnte ihn zwar letztendlich nicht besiegen, aber dafür, dass die anderen Digimon alle haushoch dagegen verloren haben, war das schon wirklich beeindruckend. Ich muss von mir auch sagen, ich mag dieses Design schon wirklich mehr als das von Angemon. Das von Angemon ist auf jeden Fall richtig gut, dagegen würde ich nie was sagen, aber keine Ahnung, das Magna-Angemon strahlt für mich einfach wesentlich mehr Kraft aus. Es soll ja auch einen Erzengel darstellen, also macht das ja auch irgendwo Sinn. Für mich kommt das eindeutig hoch ins A-Tier. Und tatsächlich hat Magna-Angemon noch eine andere Form. Das wäre nämlich einmal Magna-Angemon Priest Mode. In dieser Form hat Magna-Angemon eigentlich all seine Kampfrüstung abgelegt und trägt halt eher eine Robe, wie ein Priester es tun würde. Das ist die Form, die Magna-Angemon hat, wenn es nicht kämpft, weil Magna-Angemon eigentlich dafür da ist, um andere Digimon zu führen. Es soll ja als Licht und Inspiration für andere gelten. Und ehrlich gesagt, hat das oftmals einfach gereicht, weil Angemon so viel stärker war als die anderen Digimon. Und hey, dieses Digimon kam halt auch in Digimon Beat'em'er vor. Das ist mein Lieblings-Digimon-Manga, wodurch ich auch ein bisschen voreingenommen bin. Also ja, das kommt für mich natürlich auch hoch ins A-Tier. Und jetzt kommen wir tatsächlich mal wieder zu einem Angemon, was es auch nicht so lange bisher im Franchise gibt. Und das wäre einmal Lovely Angemon. Dieses Digimon gibt es tatsächlich erst seit 2021. Und ich muss sagen, seitdem ich das kenne, finde ich das Design einfach unglaublich cool. Was ich besonders an diesem Design mag, ist, dass es immer noch engelsartig ist, aber dieses Digimon tatsächlich eher mit Fäusten kämpft. Die meisten anderen Digimon der Angemon-Familie sind ja eher welche, die Waffen benutzen oder auch heilige Kraft. Erinnern wir uns an Angemon selber, welche entweder die Kraft des Lichtes benutzt oder halt seinen Stab, um ihn anzugreifen, oder Angewomon, welche ihren Pfeil hat. Aber nein, das ist einfach ein Angemon, was einem die Fresse poliert. Ich würde dieses Digimon wirklich echt gerne mal im Anime sehen und ich finde, das könnte ein richtig gutes Mega-Level für irgendeinen Digimon-Partner mal sein. Das kommt für mich auch eindeutig hoch ins A-Tier. Nebenbei, kleiner Funfact zum nächsten Digimon. Wusstet ihr eigentlich, dass das ein mögliches Mega-Level für Shakumon aus Digimon Adventure 02 ist? Dieses Digimon hat im Franchise nämlich schon zwei Mega-Level bekommen, welche häufiger benutzt werden, um zu sagen, hey, dazu könnte Shakumon werden, wenn wir mal einen Nachfolger von Digimon Adventure 02 machen. Und das wäre einmal Vaikmon, was leider jetzt nicht mehr so gut passen würde, weil die es zum Standard-Mega-Level von Joey's Goemon gemacht haben, obwohl ich finde, dass es Plesimon hätte sein sollen. Und Slash Angemon. Ja, tatsächlich, Slash Angemon wäre so das Mega-Level, was man am ehesten zu Shakumon zuordnen würde. Denn auch wenn man natürlich nie ganz verstanden hat, was jetzt Shakumon eigentlich sein sollte als DNA-Digation zwischen Ankylomon und Angemon, geht es halt darum, dass es halt eine heilige Figur in einer anderen Kultur ist. Das sind halt so heilige Tonfiguren und der Ton passt natürlich relativ gut zu Ankylomon, welcher mit der Erde verbunden wird, und auch zu Angemon, weil das wie gesagt heilig ist. Und da macht es auch Sinn, wenn das Mega-Level auch ein Engels-Digimon ist. Ich muss aber sagen, ich fand Slash Angemon nie so super cool für das Mega-Level von Shakumon. An sich ist es für mich kein schlechtes Digimon, aber ich muss trotzdem sagen, irgendwie sehe ich da Vaikmon mehr. Vor allem finde ich die Schwerterhände zwar ganz cool, aber ich sehe es halt auch nicht mehr Shakumon. Hier ging es, glaube ich, gerade mehr um Shakumon als um Slash Angemon selbst, aber ist trotzdem cooles Digimon, kommt für mich ins B-Tier. Tja, und die nächsten beiden Digimon gehören an sich gar nicht mal so ganz zur Angemon-Familie. Und zwar ist die erste Rede einmal hier von Seraphimon. Das ist halt das Mega-Level, zu dem Patamon später wird. Und auch wenn Seraphimon genau wie Angemon selbst zu den Engels-Digimon gehört und ja, Seraphimon sogar eine höhere Stufe hat als Angemon, ist es kein Angemon-Digimon. Es ist nur das klassische Mega-Level von Patamon aus Digimon Adventure. Trotzdem hätte ich mich ein bisschen komisch gefühlt, wenn ich das hier nicht mit eingebaut hätte. Man verbindet dieses Digimon einfach viel zu sehr mit Angemon und es hat im Franchise ja auch ein paar richtig coole Auftritte. Wie gesagt, kam es in Digimon Adventure 02 vor, obwohl es ja gar nicht hätte sein dürfen. Aber auch zum Beispiel in Digimon Frontier. Und dort haben wir auch gesehen, wie seine Daten geladen wurden und am Ende Black Seraphimon auftauchte. Das war eigentlich ein sehr interessantes Konzept und wirklich im Franchise wird Seraphimon echt häufig benutzt. Egal, ob es der Anime, Mangas oder auch Spiele sind. Zum Beispiel wird das aus Magna Angemon im Digimon Vita
Original-Manga zu Seraphimon. Also ja, dieses Digimon ist einfach viel zu stark mit Angemon verbunden. Trotzdem muss ich sagen, so beeindruckt hat mich das tatsächlich nie. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass es früher nicht wirklich im Anime vorkam, außer im Digimon Adventure 2-Film. Und da war es auch einfach da. Keine Ahnung, was ich als Kind damit hätte anfangen sollen. Ja, natürlich war das auch die Digitation von Patamon in Digimon Rumble Arena und ich habe das Spiel wirklich sehr, sehr gerne als Kind gespielt. Aber trotzdem, bereits damals habe ich mir gedacht, wieso ist das nicht Magna Angemon? Das ist viel coolere Digimon. Genau wie Slash Angemon finde ich es nicht wirklich schlecht und ich finde es auch besser als Slash Angemon, aber ist auch nur ein B. Aber tatsächlich hat das Magna Angemon in Digimon Vita Manga noch ein anderes Mega-Level, zu dem es digitieren kann. Und das wäre Dominimon. Und ich muss einfach sagen, oh mein Gott, ist das Design einfach geil! Ich bin ehrlich mit euch, genau so hätte ich mir das Mega-Level von Magna Angemon vorgestellt. Genau wie Magna Angemon hatte an seinem Arm ein Schwert, mit dem es seine Gegner angreift. Und generell wirkt es eher wie ein Magna Angemon, was so eine Rüstung von Seraphimon anhat. Abgesehen davon, dass Seraphimon ein Engels-Digimon ist, konnte ich nie so ganz die Verbindung mit Magna Angemon sehen. Digimon macht es ja gerne mal, dass nicht unbedingt so viele Verbindungen zwischen den Digitationen bestehen. Und das sind halt beides Engels-Digimon, das war's für mich. Das hätte für mich auch aus Angewohnheit digitieren können. Aber Dominimon kaufe ich wirklich ab, dass es das Mega-Level von Magna Angemon ist. Und ja, ich bin auch voreingenommen, weil es im Vita-Manga vorkam. Aber Leute, guckt euch das an. Wieso kommt das nicht öfters im Franchise vor? Ich hätte mich so gefreut, wenn das eine Art Kriegermodus in Digimon Adventure 2020 gewesen wäre. Immerhin haben dort die verschiedenen Digimon-Partner noch mehr Digitation als ihre üblichen bekommen. Und Patamon kann ja unter anderem ja auch zu Godramon digitieren. Da wäre so ein Dominimon als Leitmodus für Seraphimon echt nicht so abwegig gewesen. Aber nein, leider nicht. Ich meine, Godramon ist auch ziemlich cool, aber ich hätte schon wirklich gerne Dominimon gesehen. Und auch wenn es tatsächlich so ganz zur Angemon-Familie gehört, genauso wie Seraphimon, zähle ich es einfach mal mit dazu. Und ja, für mich ist das hier tatsächlich das beste Digimon auf der Liste. Ich will das wirklich öfters als Franchise haben. Und für mich kommt es einmal ganz hoch, einmal ins S-Tier. Und damit hätten wir dann einmal alle Angemon-Formen gerankt. Und wenn ihr jetzt noch mehr Rankings von Digimon sehen wollt, die zum Beispiel in Digimon Adventure vorkamen, dann schaut doch einmal hier vorbei, wo ich alle Greymon-Formen gerankt habe.